Ja, und dann kam 60. Na, das war für mich erstmal schlimm. Ich lag im Hotel, war krank, im Bett, kein Arena, ich konnte das Spiel nicht sehen. Und Onko hat mir immer schöne SMS geschickt oder angerufen, wie die Tore fallen. Na, das war klasse. Du schwitzt? Gut, ich habe eh schon geschwitzt, weil ich ja nicht ganz gesund war und das Bett war klitschnass gewesen. In der Ansprache hatte Frank Pagelsdorf es auch noch mal erwähnt, dass es eben auch andere Sachen, wichtige Sachen im Leben eigentlich gibt, wichtigere außer Fußball, ist einfach die Gesundheit. Hat das von dem Wolfgang Holz eben noch mal erwähnt. Und das hat mich auch so richtig, richtig berührt. Also ich hatte dann so richtig Gänsehaut und war einfach so richtig heiß auf das Spiel und wollte das unbedingt gewinnen. Da haben Sie Zafer Yelen, den Jungen mit der 37. Der hat schon drei Freistöße direkt verwandelt. Dazu Wagefeld und den Linksfuß Christian Rahn, der ehemalige Nationalspieler. Und Rahn macht's und drin! Tor für Hansa Rostock! Die 10. Minute! Christian Rahn mit seinem 5. Saisontor. Und der Buddha ruht in sich, Frank Pagelsdorf. Also für mich war das einfach unfassbar, was wir für tolle Fans in diesem Spiel gehabt haben. Es war absolut Gänsehaut pur und deswegen finde ich das immer schade, dass immer, sag mal, wenn irgendwas passiert, dass immer komplett immer auf Rostock bezogen wird und eigentlich vergessen wird, dass wir zu 99,9% wirklich riesige Fans haben. Herrlich gemacht! Da kann man ja schon fast sagen, unhaltbar. Klasse! Tolles Tor von Christian Rahn. Hat ja sogar bei den Löwen mal zur Probe trainiert vor der Saison, aber sie haben ihn dann doch nicht genommen. Jetzt rächt er sich, wenn man das so sagen darf. Wenn es zu nah ist, dann treffe ich das Tor nicht. Nächste Chance für Enrico Kern. Elfmeter und Tor. Jawohl. Den macht er. Den macht er, den macht er ganz souverän. Und er wehrt sie alle ab, die Glückwünsche. Wo will er hin? Kommt alle mit, kommt alle mit. Ich nehme euch mit in die erste Liga. Wir gehen an den Rand, wir holen die Ersatzspieler. Wir sind ein Team. Vielleicht das wichtigste Saisontor von Enrico Kern. Das Dutzend ist voll. Hier kommt der Pass von Cetkovic. War kein Abseits. Und dann spielt der Czauner aus und macht den eiskalt rein. Starker Auftritt. Enrico Kern nach 24 Minuten ist Hansa Rostock ganz nah dran an der Bundesliga, der Ersten. Für mich war dieser Tag, dieses Spiel ein Riesenerlebnis. Na klar war da Aufregung. Mein erstes Spiel von Beginn an und dann so ein entscheidendes. Gefährliches Ding und Tor! Sein 8. Tor in 10 Spielen. Berkan Göktan. Ja, Frank Pagelsdorf. 95 hat es geschafft, den Club in die erste Liga zu hieven. Damals haben sie am vorletzten Spieltag alles klar gemacht. Diesmal fällt die Entscheidung wirklich erst im letzten Saisonspiel gegen Unterhaching zu Hause. Und das wird sehr, sehr schwer. Der wichtigste Moment war, denke ich, der vorletzte Spieltag, wo wir 2-1 gegen 1860 gewonnen haben. Weil wir dadurch einfach alles noch selbst in der Hand hatten. Und auch etwas Kritik aufkam, weil wir halt 4 Spiele davor nicht gewonnen hatten.